Mehr als der halbe Januar ist bereits vorüber und nirgendwo in und um Berlin ist auch nur eine Spur vom Winter zu finden. Felder und Wege lassen schon fast den Frühling ahnen, es gab sogar schon einige Gewitter. Doch Blitze über kahlen Bäumen bedeuten langen Frost, sagt die Bauernregel, und grüne Weihnacht, weiße Ostern. Was wird also dort, wo bereits die grünen Spitzen des Winterroggens aus der feuchten Erde ragen, was wird, wenn der Frost plötzlich zurückkehrt? Erstaunlicherweise aber beklagt sich die Berliner Landwirtschaft gar nicht so sehr über diesen frühlingshaften Januar. Natürlich gibt es in den Stallungen die üblichen Winterarbeiten. Aber sie sind momentan gar nicht einmal die ausschließliche Betätigung der Bauern. Das milde Wetter hat auf den Feldern hier zum Beispiel das Ausmieten der Möhren begünstigt. Diese großwüchsige Sorte ist übrigens bei den Suppengrünhändlern gefragt, bei denen die einzelne Möhre mehrmals zerschnitten und mit anderem Suppengemüse gebündelt wird. Auf Verdacht, wie die Landwirte sagen, werden vor Winterbeginn verschiedene Kohlsorten angebaut. Bei starker Kälte ist mit einer brauchbaren Ernte nicht zu rechnen. Doch dieser Januar hat das alljährliche Risiko zu einem Erfolg werden lassen. Sogar der schon einmal abgeerntete und wieder nachgeschossene Spinat, der bei Frost nur noch als feuchtgelbes Blattwerk auf den Feldern herumliegt, steht dank Petrus hier in vollem, saftigem Grün. Die Möglichkeit eines späten Frostschadens, sagen die Landwirte, ist bei jedem Winter drin. Vorerst brachte die milde Witterung hier einige Vorteile. Was beim sogenannten normalen Winter erst immer einige Wochen später fällig wird, kann schon jetzt begonnen werden. Die Vorarbeiten für die Frühjahrsbestellung nämlich. Ob das Wetter so bleibt oder ob es noch mal kälter wird, auch die beste Bauernregel wird darüber keine verbindliche Auskunft geben. Also ziehen schon jetzt die Pflüge durch die feuchten Äcker, als ob der Winter endgültig vorüber wäre.